Sei herzlich willkommen hier in Anis Welt zu meiner Serie Nordische Runenmagie. Mit Petru wird es jetzt ganz magisch. Petru ist die Darstellung eines Losbechers, aus dem Lose gezogen werden, um sein Schicksal zu bestimmen. Sie ist die Rune der drei Schicksalsgöttinnen Urd, Skuld und Verdandi, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft mit ihren Fäden unter dem Weltenbaum spinnen. Mit Petru, dem Losbecher, wird Yggdrasil bewässert. Die alten Germanen benutzten diesen Becher dafür, um ihrem Schicksal magisch nachzuhelfen, da Voraussagungen für sie nicht in Stein gemeißelt waren. Petru wird somit zur Rune von Ursache und Wirkung. Sie zeigt dir, dass du derjenige bist, der seine Zukunft schmiedet. Sollten auch harte Schicksalsschläge in deinem Leben aufgetreten sein, Petru hilft dir, dein Schicksal wieder in die eigene Hand zu nehmen. Im Beruf würde eine Weiterbildung neuen Schwung geben. Schmiede mit deinen Kollegen und Vorgesetzten gemeinsam Pläne, um gute Resultate im Beruf zu erzielen. In der Liebe bedeutet sie, was du gibst, wirst du von deinem Partner auch wieder zurückerhalten. Dazu fällt mir ein schöner Spruch ein. Willst du Freude haben im Leben, trage bei zu anderem Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Elhas ist die kraftvollste Rune des Futags. In einigen Schriften wird sie auch Algis genannt. Sie dient zum Schutz und unterstützt magisches Arbeiten. Ebenso die Kommunikation mit Wesenheiten. Ähnlicher als Elhas kann kaum eine Rune einen Menschen darstellen, der dasteht und seine Arme weit auseinander nimmt und zum Himmel streckt. Damit ruft er die Götter und Elemente an. Seine Arme reichen, wie Yggdrasil mit seinen Ästen, weit in den Himmel und stellt damit die Verbindung des Irdischen und Himmlischen her. Auch symbolisiert sie das Geweih eines Hirsches, die übrigens an den Blättern des Weltenbaumes zu viert knabbern. Elhas sorgt für Schutz im Kampf ihrer Krieger in Form der Walküren. Sie kann auch für einen weiblichen Schutzgeist stehen. Ebenso trägt sie dieselben Attribute wie Heimdall, der als Beschützer und Bewacher der Regenbogenbrücke, dem Bifröst, dient. Leider wurde diese Rune mit dem New Age-Beginn umgedreht. Nach dieser Beschreibung sollte dir klar sein, warum diese Rune als angebliches Peace-Zeichen umgedreht wurde und diesen irreführenden Namen erhielt. Elhas beschützt dich in allen Lebensbereichen. Ob du nun deine Ahnen um Rat fragen möchtest oder Astralreisen machen möchtest, sie sorgt dabei für deinen Schutz. Im Beruf brauchst du dir über nichts Gedanken zu machen. Und in Liebesdingen zeigt sie dir eine Liebe an, die dich behütet und alles für dich gibt. Du bist ein richtiger Glückspilz. Jetzt wird's heiß mit der Rune Sovilo, die für die Sonne steht. Mit ihrem Runenwert 16 ist sie die Rune, die Lebenslust, Lebenskraft, Erfolg, Erleuchtung und Heilung zu dir bringt. Natürlich ist Freya die Göttin, die neben Fruchtbarkeit all diese positiven Attribute verkörpert. Mit sehr viel Dynamik bringt sie dich beruflich zum Erfolg. Bist du vielleicht müde und abgeschlagen oder leidest du an Winterdepressionen? Diese Rune rät dir, ein Sonnenbad zu nehmen und deinen Vitamin-D3-Spiegel aufzutanken. Setze dafür als Talisman auch diese Rune ein. Sovilo bringt Heiterkeit und Freude nicht nur in dein Leben, sondern schenkt auch deinen Mitmenschen wieder Kraft und Zuversicht. Liebe auf den ersten Blick?
Genau das zeigt dir Sovilo an. Hell wird dein Herz im Glanz erstrahlen und dich zu deinem Herzensmenschen führen. Ich wäre gerne mit dabei. Ich hoffe, dir hat mein Beitrag gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Deine Annie.